Mitte 19. Jahrhundert. Ein armer Künstler hat den Akademiebetrieb Münchens satt. 3 Tage Fußmarsch, Strapazen. Egal. Er sucht die künstlerische Freiheit. Und zwar im oberbayerischen Inntal. Hier genießt man das süße Künstlerleben. Hier arbeiten die von der Akademie oft Missachteten, die keine heroischen Bilder mehr malen wollen. Hierher haben sich die Jünger der realistischen Landschaftsmalerei zurückgezogen, inspiriert von einer romantischen Landschaft. Malen in freier Natur, das will auch der arme Künstler. Und die Eindrücke des Inntals fordern ihn geradezu heraus. Jungfräuliche Berge, wilde Bäche. Anders als in der Akademie vor dem starren Modell, alles in Bewegung. Der Inn, damals noch in kein Korsett gezwängt, ließ die Landschaft in immer wieder neuem Licht erscheinen. Bereits ab Ende des 18. Jahrhunderts entdeckten Münchner Maler das Inntal für ihre Momentaufnahmen der Natur. Die ersten Schritte als Landschaftsmaler sind schwierig. Er muss die Situation in schnellen Skizzen einfangen, um das Bild später im Atelier zu vollenden. Ein Wettlauf gegen die Zeit, eben noch Sonne. Plötzlich Gewitterwolken. Wir fahren nach Oberaudorf, um nach Spuren der Inntalmaler zu suchen. Das Burgtor. Hier, aquarelliert von Christian Mali, war ein Lieblingsmotiv der Inntalkünstler. Dann der Schlossberg. Über Jahrzehnte und Malstile hinweg immer wieder auf die Leinwand gebannt. Die Zeit hat vieles verwischt. Trotzdem beschäftigt sich Norbert Schön seit 15 Jahren mit den Inntal-Künstlern und ist einem Irrtum auf der Spur. Also bei meinen Spurensuchen bin ich auf ein Gemälde von Karl Spitzweg gestoßen, das der Sachverständige Professor Siegfried Wichmann nach Bozen verortet hat. Wenn man sich hier auskennt, fällt einem sofort auf, dass dieses Felsmassiv, das auf dem Bild zu sehen ist, mit der darüberliegenden Ruine Auerburg hier in Oberaudorf anzusiedeln sind. Also das einmal diese Felsmassive mit den Einschnitten. Und ganz besonders markant ist diese Höhle, die es jetzt anderswo so mit Sicherheit an der Stelle nicht gibt. Und bei der Überlegung kam ich automatisch auf das hier in meinem Rücken angesiedelte Gasthaus Niederauer. Das war nämlich zur damaligen Zeit schon eine Poststation. Also ich vermute fest, dass er oben von seinem Zimmerchen aus dieses Bild gemalt hat. Uns bleibt Spitzwegs Ausblick leider verwehrt. Das Gasthaus hat geschlossen. Dafür aber soll in der Gemeinde Oberaudorf ein Schatz liegen, den auch Norbert Schön bisher nur als Kopie in seinen Händen hielt. Ein Gästebuch von 1830. Das Gästebuch vom Weber an der Wand, dass ich das im Original auch noch mal zum Anschauen kriege. Mhm. Erstaunlich. Wir finden also in diesem Gästebuch eine ganze Reihe von namhafter Münchner und auswärtiger Künstler, die sich da eingetragen haben. Unter anderem auch die Familie Spitzweg. Die Originalunterschrift, ganz nah. Ein großartiges Gefühl. Wenn keiner zuschaut, darf ich das gern mit heimnehmen. An diesen Fels vor uns duckt sich der Weber an der Wand hin. Vielleicht finden sich auch hier Spuren. Immerhin haben sich 300 Künstler in das Gästebuch eingetragen. Denn um 1830 war das Ausflugslokal berühmt. Und selbst König Ludwig I. und der russische Zar gaben sich die Ehre. Die außergewöhnliche Lage ermöglichte sogar eine Orangerie, damals eine Attraktion. Heute gehört Konrad Walser das Anwesen mit Blick auf den wilden Kaiser. Diese Lage ist natürlich extrem warm hier mit dem Felsen. Da strahlt die Sonne hin. Das heißt, der gibt die Wärme ab in den Biergarten. Das heißt, es ist so warm wie in Italien hier. Das war so ein Duft. Also Luft war natürlich besser im Inntal früher, wie es jetzt ist. Und dass man das bis zum Burgtor diese Orangenblüten gerochen hat. Das war so bekannt, dass sind die Münchner mit den Kutschen rausgefahren und haben sich das angeschaut.
Vor 30 Jahren hat Konrad Walser den marode gewordenen Weber an der Wand gekauft. Und damit eine Lebensaufgabe. Also das ist also mein Werk hier von allen Dingen angefangen. Stimmdecken und Fußboden und allem anderen auch. War vorher eine Ruine, kann man sagen, mit ruhigem Gewissen. Und da war früher die alte Gaststube herinnen, wo die Maler gesessen sind. Und ja gut, das habe ich halt auch in diese Form gebracht, also möglichst original. Da ist jetzt da hinten vom Wilhelm Scheuchzer, der war 1853, war der da im Haus, war ein Schweizer Maler. Und da ist ein Spitzweg da hinten im Eck unten. Ja, da hat es schon ein paar Schubladen gegeben, wo man aufgezogen hat, die zwickt haben zuerst und da war sowas schon drin. Und das andere sind halt so, da hat es auch diesen Verein der brotlosen Künstler, weil man Brot noch mit T geschrieben hat, die hat es da gegeben und die haben sich halt da ihr Zech gezahlt, nehme ich an, und das halt da hinterlassen. Bilder als Zahlungsmittel. Ist der Wirt großzügig, kann sich also auch ein brotloser Künstler hier und da einen Braten schmecken lassen. Vielleicht hofft er ja, bei Gans und Knödel den ein oder anderen bekannten Kollegen für einen künstlerischen Austausch anzutreffen. Jenen Karl Spitzweg zum Beispiel. Der hatte sich zwar eher durch seine Pointenbilder einen Namen gemacht, liebte aber die Landschaftsmalerei. Inspiriert dazu hat ihn sein Freund Eduard Schleich, der bis heute als Vater der Münchner Landschaftsmalerei gilt. Das bayerische Inntal ist aber nicht nur Motiv, sondern vor der Schwüle und Enge der Münchner Stadt und den dort grassierenden Cholera-Epidemien eine Zuflucht. Das Wandern gehört zum Inntalmaler wie Pinsel und Palette. Nicht nur der arme Maler keucht unter der Last der Künstlerutensilien. Von Karl Spitzweg ist überliefert, dass er den Gipfelsturm als kaum lohnenswert empfand. Die wenigsten wollten hoch hinaus. Dafür kamen manche von weit her. Diese Landschaft um Brandenburg stammt von dem Engländer Frederick Lee Bridell. Hier scheint kunsthistorisch der Wurm drin. Auf dem 1865 datierten Bild zeigt das Schloss Brandenburg sein altes Aussehen. Auf dem 6 Jahre früher datierten Gemälde von Christian Mali besitzt es jedoch schon die neugotische Fassade, die es heute noch hat. In Brandenburg lässt sich vielleicht noch mehr Bemerkenswertes finden. Denn hier gab es sogar eine Malerkolonie. Ihr Mittelpunkt war der Schlosswirt. Der Besitzer damals zeigte sich nämlich bei der Zeche recht großzügig. Und die einfachen Zimmer konnten sich selbst arme Künstler leisten. Den Malern war sogar ein eigenes Künstlerstüberl vorbehalten. Werner Schmidt, Vater der heutigen Wirtin, hat sich mit der Geschichte des traditionsreichen Hauses auseinandergesetzt. So, wir sind jetzt hier in der Künstlerstube, wo die Künstler im 19. Jahrhundert gesellig beieinander waren. Der Raum war natürlich anders gestaltet. Ein Relikt aus der Zeit, das wir wiederbelebt haben, ist dieser Spruch über der Eingangstür, Pui Teife ist das Leben schä. Den haben die sich zum Lebensmotto gemacht. Ich darf das mal ganz kurz herzeigen. Das war die Türfüllung zur Eingangstür im Schlosswirt. Die Tür gibt es leider nicht mehr. Die muss also in den 50er Jahren verloren gegangen sein. Man hat aber dieses Bild, das Schleich dem Älteren zugeschrieben wird, gerettet. Man sieht auch noch, dass das keine normale Malerleinwand ist, sondern der Ausschnitt einer Türfüllung. Pfui Teufel ist das Leben schä. Hier findet auch der arme Maler ein Zuhause. Man tauscht sich künstlerisch aus und versteht sich aufs Feiern. Besonders, wenn einer ein Bild verkauft hat. Der Wirt hat 2 Töchter, die lange Mathilde und das hübsche Waldberl. Fast jeder Maler verliert sein Herz an die kleine Kokette, überlieferte Künstler Karl Raub.
Wir sind hier jetzt in einem Lagerraum. Das war früher ein Nebenraum, Umkleide des Theaters. Die Künstler haben ja auch hier Theater gespielt. Und die haben die ganzen Theaterwände gestaltet, frei gestaltet. Also man sieht hier noch einen Ausschnitt von Altbrandenburg. Wir haben das also jetzt so belassen, weil es auch restauriert werden soll. Über den Hinterhof des Schlosswirts gelangt man zu einem weiteren Teil der ehemaligen Theaterräume. Wir sind also jetzt hier eine Ebene höher auf der ehemaligen Theatergalerie. Geh mal vor. Sie sehen jetzt hier wieder die Fortsetzung von dem, was wir unten gesehen haben, also diese Wandmalereien. Unterschiedliche Ausführungen sind auch unterschiedliche Handschriften, unterschiedlicher Erhaltungsgrad, die sich um das ganze Theater herumgezogen haben. Das Theaterinteresse der Malergemeinde entspringt nicht gerade dem ernsthaften Kunstgedanken. Man liebt Ausflüge zum Ritterspiel des Kiefersfeldner oder Flinsbacher Bauerntheaters. Die nicht immer wohlgeratenen Stücke werden dann im Schlosswirt nachgespielt und persifliert. Es gibt viel zu lachen. Nur der Regisseur von Flinsbach fand's gar nicht lustig. Gleich gegenüber dem Schlosswirt finden sich Hinweise auf einen recht berühmten der lebhaften Malerkolonie. Angela Meyer-Spannagel beschäftigt das Kirchenportal nicht nur als Restauratorin, sondern auch als Vorsitzende der neuen Künstlerkolonie Brandenburg. Da gibt es das Brandenburger Skizzenbuch von Wilhelm Busch. Da sind sogar zwei Ansichten von dem Portal sind da drin. Das eine ist von da aus, wo wir jetzt fast stehen. Und da ist nochmal eine Skizze von ihm. Zum Beispiel hat dieses Portal auch der Christian Mali gemalt. Das ist so fetzig gemalt, hingehaut. Dann haben wir einen Kupferstich vom Theodor Pixis. Das ist jetzt von der anderen Seite gesehen. Da ist jetzt der Pixis selber. Da hat er sich eingeschmuggelt ins Beutel. Und das ist auch von Leichnamsprozession. Kirchgänger an der Biber von Karl Häfner. Authentisches bäuerliches Leben, obgleich dessen Härten ausgespart bleiben. In Brandenburg gab es Motive genug. Die Malerwelt im Inntal scheint in Ordnung. Dann kündigt sich Ungemach an. 1858 wird die Bahnlinie nach Kufstein eröffnet. Und sie bringt Sommerfrischler, Luftschnapper genannt, scharenweise ins Inntal. Sein Reiz ist damit für die Maler dahin. Deren Aufenthalte lassen nach 1860 schlagartig nach. Ganz aber erlischt das Malerleben nicht. Der zahme Kaiser um 1875 gemalt. Der Pinselstrich agiert immer freier und weist in die kommende Moderne. Flinsbach am Inn. Dort gibt es noch Spuren der späteren Malergeneration. Wir fahren zum Flinsbacher Pfarrmuseum, wo wir mit Johannes Brucker verabredet sind. Er will uns eine von Künstlern verfasste Chronik zeigen. Sie beginnt im Jahre 1877, also 19 Jahre nach Eröffnung der Bahnstrecke. Ja, das ist was Besonderes, Einmaliges, gibt es sonst nirgends. Einer der Maler sitzt sozusagen auf seinem Malstuhl. Im Hintergrund Fischbach. Sie haben hier nicht bloß gemalt, sondern waren auch auf der Jagd, sieht man. Und sie haben das alles natürlich selber aquarelliert oder gezeichnet. Besonders katholisch waren es scheinbar nicht. Vor allem, wenn dann ein hübsches Mädchen dabei war, dann haben die schon damit geflirtet. Und da war die Marie der Inbegriff von dem, was man sich unter einer netten Kellnerin vorstellt. Vielleicht besucht der arme Künstler deswegen noch die alte Post, zu der die Chronik gehört. Doch dann zieht auch er weiter. Zum Ende des 19. Jahrhunderts klingt die große Zeit der Landschaftsmaler im Inntal aus. Wenn auch dessen Anziehungskraft für Künstler nie ganz verloren geht. Bis heute.